Hey, willkommen zurück. Heute geht es um das Thema, wie du attraktiver sein kannst für Frauen. Ich gebe dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit. Wir besprechen die wichtigsten Dinge für deine oder mehr Attraktivität bei Frauen. Schön, dass du wieder da bist. Ein wichtiges Thema bespreche ich immer wieder mit Coaching-Teilnehmern. Die fragen mich das immer wieder. Das ist natürlich so ein Kernthema, Attraktivität. Und ich sage spezifisch, wie kannst du attraktiver sein und nicht, wie kannst du attraktiver wirken, weil wir wollen ja nicht wirken, so wirken, als wären wir attraktiv, sondern wir wollen tatsächlich einfach attraktiv sein. Das soll ein Teil unserer Selbst, unserer Persönlichkeit sein. Wir wollen es nicht vortäuschen, es soll so sein. Das bedeutet natürlich auch, dass du dafür etwas tun musst. Das heißt, du musst dein Leben oder auch dich selbst so gestalten, dass du attraktiver bist. Das ist nichts, was einfach so kommt oder was auf Fingerschnips passiert. Du musst dich darum kümmern. Und ich möchte mit dir verschiedene Bereiche mir anschauen. Natürlich, und wir behandeln mal diesen oberflächlichsten Bereich zuerst, Aussehen. Ganz klar, du kannst attraktiver sein, wenn du dich um dein Aussehen kümmerst. Was bedeutet das? Das bedeutet, zieh dich ordentlich an, zieh dich gut an, zieh dich mit passenden Sachen an. Heißt, die Sachen sollten sitzen, nicht zu groß oder zu klein sein, was bei vielen Männern der Fall ist. Ja? Moderne Sachen sind auch nicht schlecht. Ich habe mal ein Video zum Thema Kleidung gemacht, zu meinen Basics, mit denen man super gut arbeiten kann. Verlinke ich dir hier, erster Link in der Beschreibung. Schau es dir gerne mal an. Na, die zweite Sache, die noch wichtiger ist als Kleidung, ist natürlich Fitness. Ja, also einfach gesund sein, fit sein, gut aussehen. Meinetwegen kannst du auch sehr muskulös und durchtrainiert sein. Unterschätze aber nicht, wie viel Aufwand das benötigt, an diesen Punkt zu kommen. Und du solltest es dann machen, wenn du Spaß dran hast, wenn du gerne trainieren gehst, wenn dir dieser ganze Prozess Spaß macht. Du solltest es nicht deswegen machen, um bei Frauen besser anzukommen, denn dafür ist einfach der Aufwand zu groß, den du dafür betreiben musst. Da solltest du schon wirklich mögen. Das gilt übrigens für all diese Sachen hier. Du solltest diese Sachen nicht mit dem Hintergrund machen, boah, jetzt komme ich besser bei Frauen an, jetzt bin ich attraktiver für Frauen. Nein, es sollte mit dem Hintergrund passieren, hey, gestalte mir ein geileres Ich, ein geileres Leben, die beste Version meiner selbst. Du kennst vielleicht diesen Spruch. Das sollte optimalerweise der Hintergrund sein, denn das ist auch die beste Motivation, die Motivation, die dich für immer begleitet. Na, stell dir mal vor, du hast jetzt irgendwie eine Freundin oder so und dann bist du so, ja, jetzt habe ich ja eine Frau, jetzt kann ich ja aufhören, mich um ein attraktives Leben zu kümmern. Und mit der Zeit wird es dann immer schlechter, irgendwann verlässt sie dich vielleicht, weil sie denkt, hey, wo ist denn der attraktive Typ hin, den ich am Anfang so gern gemocht habe? Und dann war es das und du stehst wieder am gleichen Punkt wie vorher. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass diese Motivation daherkommt, dass du sagst, ich möchte ein attraktives Leben haben, ein attraktiver Typ sein für mich selbst. Ne? Gerade das attraktive Leben haben ist natürlich für dich selbst, ganz klar. Also, wie gesagt, Kleidung, erster Link in der Beschreibung, schau mal rein. Fitness, eine wichtige Sache. Ne? Wenn du sehr übergewichtig bist, dann ist eine der besten Sachen, um die du dich kümmern kannst, dass du einfach auf ein normales Gewichtslevel kommst. Du musst kein Arnold Schwarzenegger sein, ganz im Gegenteil, und du musst kein durchtrainierter Spartaner sein. Das ist nicht der Punkt. Kannst du gerne sein, das ist natürlich ein Vorteil. Aber einfach dich um deinen Körper ordentlich kümmern. Das strahlt auch was über deinen Selbstwert aus. Das sagt auch, hey, wie gut gehe ich mit mir selbst um? Und wie gut gehe ich vielleicht dann auch im Umkehrschluss mit Frauen um? Das sind so die äußeren Sachen. Jetzt kommen wir mal zu inneren Sachen oder ich sag mal nicht so greifbaren Sachen, muss man so zu sagen. Nämlich der Lifestyle an sich. Und wie gesagt, gestalte den Lifestyle so, damit du ihn gern lebst. Was heißt denn ein attraktives Leben führen? Ich denke, ein attraktives Leben, das ist natürlich Definitionssache, aber in meiner Welt bedeutet das, dass du A, interessante Dinge erlebst, auch mal neue Dinge erlebst, viele Freunde hast oder ein paar gute Freunde, mit denen du Zeit verbringst, offen für Neues, neue Dinge ausprobierst und dass du generell einfach auch weißt, wo du hin willst mit deinem Leben. Dass du weißt, in diese Richtung geht es und auf dem Weg entdecke ich mal hier was Neues, mal da was Neues und dahin nehme ich auch die Frau mit. Du kennst vielleicht dieses, ja, die Frau möchte ein Abenteurer, möchte einen Typen mit Lederjacke auf dem Motorrad und dann über die Straßen brausen, ein Abenteurer, ein bisschen was erleben. All diese Sachen kommen daher, dass die Frau gerne auf ein interessantes Leben mitgenommen werden möchte. Und wie dein interessantes Leben jetzt aussieht, das bestimmst du natürlich selbst. Aber der Kern dieser Sache ist, dass du dich darum kümmerst, dass du dein Leben gerne lebst. Und das kannst du dich fragen, also setz dich gerne mal hin, setz dich gerne mal nach diesem Video hin und reflektier mal ganz ehrlich. Und ich weiß, sich ehrlich zu reflektieren ist ganz, ganz schwer. Das ist auch eine Sache, die mir sehr schwer fällt. Aber reflektier mal ehrlich. Wie gerne lebst du dein Leben? Welche Aspekte machen dich wirklich zufrieden, glücklich? Welche vielleicht eher nicht?
Und ich sage hier nicht, alles muss dich permanent glücklich machen. Das ist ja Quatsch. Klar gibt es Dinge, die mal anstrengend sind, die mal ein bisschen nerven. Ne? Wenn es Arbeit ist oder auch mal ein Streitgespräch mit Freunden. Das nervt natürlich. Aber machen diese Sachen dich am Ende des Tages zufriedener oder nicht? Und wenn es nicht so ist, dann solltest du mal schauen, was du da ändern kannst. Hast du vielleicht zu wenig soziale Kontakte, zu wenig Freunde, was in der heutigen Zeit sehr oft der Fall ist, und bist deswegen unglücklich? Erlebst du zu wenig in deinem Leben und solltest mal neue Dinge ausprobieren, ganz andere Dinge, vielleicht ein bisschen reisen, andere Städte besuchen, Dinge machen, die du nie gemacht hast? Hast du vielleicht kein zufriedenstellendes Arbeitsleben? Ja, dann kümmere dich drum. Guck, was könnte ich machen? Vielleicht eine Ausbildung, Studium, Selbstständigkeit, was auch immer. Was auch immer deinen Talenten entspricht und dazu führen würde, dass du dich mit dir selbst besser fühlst. Und all diese Sachen zusammen formen einen attraktiven Lifestyle. Ne? Wenn du in deinem Leben unterwegs bist und theoretisch keine Frauen braucht, keine Frauen nicht freuen, keine Frauen bräuchtest im Sinne von, Alter, ich habe so ein geiles, interessantes Leben. Frauen sind Nebensache. Frauen sind eine Belohnung für dieses geile Leben. Dann wird es mit Frauen sehr, sehr einfach sein. Dann werden die Frauen mitkommen wollen und an deinem Spaß teilhaben wollen. Denn das ist die eigentliche Überlegung. Das ist wie im Club. Stell dir vor, du bist im Club, kommst gerade an, bist nicht so ganz in Stimmung und dann siehst du eine Gruppe von Leuten, die extrem gut am Feiern sind und in extrem guter Stimmung sind. Du wirst wahrscheinlich denken, oh cool, also da wäre ich jetzt auch gerne Teil der Gruppe. Teil dieser Gruppe, die da richtig Spaß haben. Denn darum gehen wir auch im Club, um Spaß zu haben. Und genau das gleiche Prinzip ist bei den Frauen so. Ja, die sehen dich als Mann und denken sich, boah, der hat ein krasses Leben, viele interessante Freunde, erlebt viele coole Dinge und wirkt auch allgemein lebensbejahend und lebensfroh. An diesen schönen Sachen möchte ich teilhaben. Optimalerweise ist es dann so, dass die Frau auch so unterwegs ist, auch ein interessantes Leben hat, sodass sich das ergänzt und ihr quasi ein gemeinsames, noch interessanteres Leben schaffen könnt. Problematisch ist es immer, wenn die Frau so gar nichts in ihrem eigenen Leben hat und dann einfach nur sich so an dein Leben ransaugt. Das ist auf Dauer mehr so eine parasitäre Beziehung und funktioniert nicht so gut, weil die Frau dann abhängig werden muss, weil wenn sie dich verliert, hat sie nichts mehr Interessantes in ihrem Leben, weil sie halt selbst nichts Interessantes in ihrem Leben hatte. Andersrum funktioniert das natürlich genauso. Ne? Wenn du dich an eine Frau ranklammerst, die ein interessantes Leben hat, obwohl du dich selbst noch nicht in dein Leben gekümmert hast, wirst du halt schnell abhängig, weil du dir denkst, scheiße, das Einzige, was Interessantes in meinem Leben ist, ist durch die Frau da, nicht von mir selbst erzeugt. Und wenn die Frau weg ist, dann ist es halt auch weg. Deswegen geht es im ersten Schritt darum, dir ein interessantes Leben zu kreieren, ein Leben, das du interessant findest. Wie gesagt, das muss nicht, also du kannst auch, keine Ahnung, Kampfsport interessant finden und Frauen sind jetzt nicht die größten Kampfsportfans, aber das ist irrelevant. Solange das dich mitreißt, solange das dafür sorgt, dass du Lebensfreude spürst und die auch rüberbringen kannst, ist Kampfsport wunderbar. Und dann kommt auch jede Frau gerne mit zum Kampfsporttraining oder guckt dir beim Fußballspielen zu oder so klassische Männersachen, wo man denken würde, Frauen interessiert das gar nicht. Stimmt so nicht. Wenn du davon begeistert bist, wenn dich das lebensfroh, energetisch, voller Energie macht, dann wird die Frau gerne dabei sein und möchte das erleben, denn die Frau möchte diese Emotionen, diese Energie erleben. Davon hast du sicherlich schon mal gehört. Energie, Emotionen, das verbinden wir oft mit dem weiblichen Prinzip. Deswegen schau dir an, okay, wie ist mein Lifestyle? Ist er interessant? Und wie könnte ich dahin kommen, dass er interessanter wird? Dazu eine kleine Übung, die du gerne machen kannst, und die ich auch mit meinen Coaching-Teilnehmern immer mache. Schau dir deine verschiedenen Lebensbereiche an. Freunde, Familie meinetwegen, Job, Karriere, Spiritualität, wenn das für dich wichtig ist, Fitness, Gesundheit oder was auch immer wichtige Aspekte für dich sind. Das sind so die Basic-Aspekte, die ich hier gerade genannt habe. Und dann bewerte mal diese Bereiche auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist relativ schlecht, 10 ist sehr, sehr gut. Wie zufrieden bist du mit diesen Bereichen? Bewerte die mal auf einer Skala von 1 bis 10. Und dann überleg dir mal, hey, was könnte ich diesen Monat tun, um diese Bereiche zu verbessern? Was könnte ich für aktive Handlungen machen, um diese Bereiche zu verbessern? Nehmen wir mal als Beispiel Familie, du machst eine 1 und nimmst dir dann für diesen Monat vor, oh, ich werde meine Familie diesen Monat zweimal besuchen. Und hast vielleicht dann ein verbessertes Verhältnis zu deiner Familie und ja, bist zufriedener. Das kannst du jeden Monat wieder machen und kannst schauen, wie sich diese ganzen Bereiche entwickeln. Denn wenn ich dich jetzt fragen würde, hey, sag mal, wie war denn so deine Fitness von einem Jahr? Oder wie war es so mit der Familiensituation vor einem Jahr? Oder mit den Freunden? Wie zufrieden hatte ich das gemacht? Wirst du es mir wahrscheinlich kaum sagen können, weil, ja, wir haben es halt nicht aufgeschrieben. Du schreibst es nicht auf. Du machst dir nicht immer aktiv Gedanken drüber. Aber mit dieser Übung klappt das wunderbar und du kannst sehen, wo du stehst und auch, wo du hin möchtest. Das heißt, attraktiver sein für Frauen, das ist nicht nur äußerlich attraktiver sein, natürlich auch, aber es ist vor allem einen attraktiven Lifestyle zu haben, den du gerne lebst, das ist das Allerwichtigste. Bitte konstruiere nicht irgendwas, wo du glaubst, boah, das fänden Frauen geil, aber ich finde es nur so semi-geil, dann bist du vollkommen in die falsche Richtung unterwegs. So viel zu Attraktivität und das ist wirklich der Clou.
Also wenn du ein Mann bist, der sein Leben gerne lebt, der richtig gerne im Leben unterwegs ist, der lebensfroh ist, der positive Energie hat, dann kannst du damit unglaublich viel mit Frauen reißen, selbst wenn du nicht so gut aussiehst. Glaub mir, das ist der Fakt. Ich habe beide Sachen gesehen. Ich habe unglaublich attraktive äußerliche Männer gesehen, die kein schönes Leben gelebt haben und hatten richtige Probleme mit Frauen. Und ich hatte Männer gesehen, die nicht so hübsch waren, aber richtig krass drauf waren und die sehr viel Erfolg mit Frauen haben. Das funktioniert auf jeden Fall und sollte dein Ansatzpunkt sein, wenn du attraktiver für Frauen sein möchtest. Geil, dass du dabei warst. Unten links, oben links kannst du dich schnell abonnieren. Unten dich für einen der letzten Coaching-Plätze dieses Jahr bewerben. Unten rechts kommst du zu einem Video, das hier ran anknüpft. Unbedingt vorbeischauen, wenn du das hier gesehen hast. Wir sehen uns übermorgen wieder. Ich freue mich schon, dich dann wieder dabei zu haben. Bis dahin, ciao.